Herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Das Thema heute ist Boden-Bauwerk-Interaktion in AirFEM. Mein Name ist Andreas Hörold. Ich werde das Webinar heute moderieren und präsentieren. Ich bin bei Bluebuy Software verantwortlich für Marketing und Public Relations. Für die Bluebuy-Webseite zum Beispiel bin ich verantwortlich. Für die Newsletter, Presseberichte, Kundenbeispiele und wie Sie hier sehen, die Webinare. Meine beiden Kollegen Markus und Adrian unterstützen mich heute. Die können sich kurz selbst vorstellen. Ja, hallo, ich bin Markus Baumgärtel und jetzt schon seit 11 Jahren bei der Firma Bluebuy tätig und arbeite vorrangig im Kundensupport. Und ich werde heute versuchen, Ihre Fragen möglichst schnell über den Chat zu beantworten. Ja, das war's von mir. Ja, mein Name ist Adrian Langhammer. Ich bin bei Bluebuy verantwortlich für die Produktentwicklung im Bereich Stahlbetonbau und für den Kundensupport auch vorrangig im Bereich Stahlbetonbau. Und ich stehe Ihnen heute auch für Fragen zur Verfügung. Ja, vielen Dank für eure Vorstellung. Ich denke, dann können wir unsere Webcams wieder ausmachen, dass die Teilnehmer den gesamten Bildschirm sehen können. So. Ja, die beiden beantworten ja parallel ihre Fragen. Fragen können Sie über das Bedienpanel stellen. Das sehen Sie auf der rechten Seite Ihres Bildschirms. Also einfach hier unten eine kurze Frage eingeben. Dann bekommen Sie auch relativ kurzfristig eine Antwort. Sollte es aufgrund der Vielzahl an Fragen nicht möglich sein, alle während des Webinars zu beantworten, erhalten Sie im Anschluss eine E-Mail mit der beantworteten Frage. Also Sie können auch das Webinar komplett verfolgen, um nicht den Faden zu verlieren und im Anschluss eine E-Mail schreiben. Sie sehen hier links die E-Mail-Adresse info@bluebuy.com. Ist auch eine gute Möglichkeit, dann ja, verpassen Sie ja nichts während des Webinars. Zum Inhalt heute, zunächst stelle ich einige Bodenmodelle vor, hier in der PowerPoint-Präsentation. Wende Großteil dieser dann in AirFEM an, also ich habe dann vorbereitetes Modell, wo ich dann die verschiedenen Bodenmodelle auch vergleiche. Das sehen Sie hier auch schon mal in der Voransicht. Eine einfache Platte mit einer Belastung aus 3 Geschossen. Und ich bemesse dann auch der Vollständigkeit halber diese Bodenplatte in RF-Betonflächen. Zu den Bodenmodellen, die ich heute vorstellen möchte, einmal das Bettungsmodulverfahren, das modifizierte Bettungsmodulverfahren, das modifizierte zweiparametrische Bodenmodell mit Bettungskragen, das modifizierte zweiparametrische Bodenmodell mit Zusatzfedern, das Steifenmodulverfahren und das 3D-Halbraumverfahren. Also in der Reihenfolge, wie ich die jetzt eingeblendet habe, stelle ich die jetzt näher vor in den nächsten Folien. Ja, zunächst das Bettungsmodulverfahren. Ks gleich Sigma 0 durch S ist die Formel für die winklersche Bettungszahl oder die Bettungsziffer. Man muss dazu sagen, die Bettungsziffer ist eine lastabhängige Größe und keine eigentliche Bodeneigenschaft. Also zu dieser Lastabhängigkeit komme ich dann auch nachher noch, also dieses Wort werden Sie dann nochmal hören, wenn ich auch die Bodenmodelle vergleiche. Also das ist auf jeden Fall ein Fakt, dass das keine Bodeneigenschaft ist, sondern eine lastabhängige Größe. Sie sehen hier das Bettungsmodulverfahren mal als Grafik dargestellt. Die Verformung ist bei diesem Verfahren, findet nur direkt unter der Last statt. Ja, es wird keine Schubsteifigkeit des Bodens berücksichtigt und auch dadurch keine Setzungsmulde außerhalb der Plattenränder, wie es zum Beispiel beim Steifenmodulverfahren, was ich nachher auch noch vorstelle, der Fall ist. Ja. Dieses Bild hier würde sich ja eigentlich nur einstellen, wenn Sie lockeren Sand hätten. Dann drückt die Platte hier rein, ja, und dann würde das genauso aussehen, aber das hat man ja in der Regel nicht und das ist natürlich schon eine Unzulänglichkeit dieses Verfahrens.
Um diese Unzulänglichkeiten auszugleichen, gibt es verschiedene Ansätze, zum Beispiel nach Dürken und Dehne. Da wird im Randbereich hier der Bettungsmodul linear vergrößert. Sie sehen hier, dass im äußersten Viertel der Bettungsmodul auf 2 KS, also um das Zweifache erhöht wird. Ja, um diese Setzungsmulde so ein bisschen zu simulieren, also die erhöhte Steifigkeit da im Randbereich. Gibt es einen weiteren Ansatz nach Bellmann und Katz? Die Erhöhung, also da wird der Bettungsmodul um den Faktor 4 erhöht, hier im Randbereich, und zwar um eine FE-Elementreihe. Ja, zur Bewertung des Bettungsmodulverfahrens. Ja, Vorteile sind eine recht simple Eingabe, kurze Rechenzeit, da keine Iteration erfolgt. Und ja, eine Erweiterung ist prinzipiell auf die modifizierten Bettungsmodulverfahren möglich. Nachteile, ja, unzureichende Bodenmodellierung, es werden keine angrenzenden Bodenbereiche berücksichtigt, auch die Schubtragfähigkeit des Bodens wird nicht berücksichtigt, es sind keine Bodenschichtungen erfassbar, keine Interaktion zwischen den Bauwerken, ja, es gibt wenig realitätsnahe Ergebnisse aus. Ja, man kann sagen, also das ist meine Meinung, das Bettungsmodulverfahren ist zwar ein relativ einfaches Verfahren, ist leicht anzuwenden, aber das ist den heutigen Anforderungen nicht mehr gewachsen und steht im Widerspruch zu immer genau werdenden Tragwerksanalysen. Das nächste, was ich vorstellen möchte, ist das modifizierte zweiparametrische Bodenmodell mit Bettungskragen. Sehen Sie hier oben rechts in der Grafik, also da wird ein Bettungskragen, also eine Platte um die eigentliche Platte herum modelliert mit einer sehr geringen Steifigkeit, hat dann die gleichen Bettungsparameter. Ja, und dieser Bettungskragen sollte so weit reichen, bis die Setzung hier am äußeren Rand gegen Null gehen. Das Optimum ist natürlich, wenn Sie eine Bettungsziffer vom Baugrundgutachter bekommen, weil vielleicht der Boden relativ homogen ist, also Sie haben keine Unterschiede in den Bettungsparametern, Sie haben recht gleichmäßig verteilte Last und können die abschätzungsweise dem Baugrundgutachter geben und er kann Ihnen dann ein Bettungsmodul oder eine Bettungsziffer geben, ja, das ist der Idealfall. Hat man das nicht, gibt es verschiedene Formeln, mit denen man das errechnen kann. Also da gibt es zum Beispiel nach Pasternak hier die Formel für die Ermittlung der Bettungsziffer und der Schubtragfähigkeit und nach Barbaschow. Also Sie sehen hier schon, dass die Formeln sich etwas unterscheiden. Und da sind die Eingangswerte der E-Modul oder wenn man den steife Modul hat, kann man sich den E-Modul errechnen. Dann braucht man eine Bettungsdicke und eine Querdehnzahl, um hier diese Parameter zu berechnen. Sie sehen, dass hier bei diesen Formeln die Last keinen Einfluss hat, also nicht Bestandteil der Formeln ist. Aber genau diese Werte setze ich nachher in den Beispielen voraus, also um alle die Verfahren dann zu vergleichen. Also ich gehe überall dann mit demselben Ansatz rein, also ich habe den E-Modul, die Bettungsdicke und die Querdehnzahl. Da gibt es dann noch das modifizierte zweiparametrische Bodenmodell mit Zusatzfedern. Also da werden dann hier im Randbereich Linienfedern sozusagen modelliert und an den Ecken nochmal Einzelfedern. Wie kann man die ermitteln? Ja, das ist das Verfahren übrigens des effektiven Baugrunds nach Kohler und Nemetz. Da ermittelt man dann die Schubtragfähigkeit aus der Bettungsziffer mal S Quadrat. Dieses S muss man ausrechnen, indem man eine Setzungsmulde, also eine Reichweite der Setzungsmulde abschätzt und das durch 4 bis 5 teilt. Sie sehen, Sie müssen da sehr viel annehmen, abschätzen. Ja, es gibt hier allerdings auch Anhaltswerte für C2.
Also es sollte im Bereich 0,1 mal C1 und 1,0 mal C1, also die Bettungsziffer, liegen. Bei lockerem Sand wäre dann die Schubtragfähigkeit 0. Bei festen Gestein geht die dann gegen 1 und eine mittlere Schubtragwirkung wäre dann 0,5 mal C1. Sie sehen, Sie müssen hier Annahmen treffen. Aus diesen Werten C1 mal C2, daraus die Wurzel, erhalten Sie dann die Linienfedern und die Einzelfedern dann C2 durch 2. Ja, zur Bewertung. Bei richtigen Einsatz realitätsnahe Ergebnisse. Sie können, ja, es werden angrenzende Bodenbereiche berücksichtigt. Ebenso die Schubtragfähigkeit wird berücksichtigt. Auch hier ist keine iterative Berechnung erforderlich. Es ist dann dadurch auch eine relativ kurze Rechenzeit. Und eine Interaktion zwischen Bauwerken ist beim Bettungsmodul mit Bettungskragen erfassbar. Nachteile haben Sie eben schon gesehen, an den Formen sind zusätzliche Überlegungen und Eingaben notwendig. Eine Interaktion zwischen den Bauwerken ist beim Bodenmodell mit Zusatzfedern nicht erfassbar und auch nur Bodenschichtungen sind nur näherungsweise erfassbar. Das nächste Verfahren ist das, oder das nächste Bodenmodell ist das steife Modulverfahren. Vielleicht mal kurz an der Grafik erläutert. Sie müssen das hier sich nicht alles durchlesen. Sie können ja auch diese Folien dann hier downloaden. Zeige ich im Anschluss an das Webinar. Können Sie dann alles nochmal in Ruhe durchgehen. Also kurz gesagt, wird hier bei der FE-Lösung im Bereich zwischen dem Bauwerk und dem Boden eine Systemsteifigkeitsmatrix gebildet mit entsprechenden Referenzpunkten. Und in diesen Punkten werden dann die Auflagersenkung des Plattenmodells und die Oberflächung des Bodens in Einklang gebracht durch eine Iteration. Also Sie sehen hier W-Platte gleich W-Boden. Also bis dieses Gleichgewicht erreicht ist, werden da Iterationen durchgeführt. Ja, Vorteile dieses Verfahrens, in der Regel realitätsnahe Ergebnisse. Es ist eine wirklichkeitsnahe Bodenmodellierung. Können wirklichkeitsnahe Bodenparameter eingegeben werden. Angrenzende Bodenbereiche werden berücksichtigt. Bodenschichtung und Interaktion zwischen Bauwerken sind erfassbar. Nachteile, ja, eine iterative Berechnung ist erforderlich, das ist eine nichtlineare Berechnung und dadurch ergibt sich eine etwas höhere Rechenzeit. Das sind natürlich ja keine großen Nachteile, Sie werden das nachher sehen an den Beispielen, hier sind Rechenzeiten erforderlich, die mit heutiger Rechnertechnik eigentlich keinen eigentlichen Nachteil mehr darstellen. Eine nichtlineare Berechnung ist ja deshalb erforderlich, weil der Boden ist ja nicht linear. Also in RFEM wird ja das steife Modulverfahren mittels des Zusatzmoduls RF-Säulen angewendet und ja, dort bei einer Berechnung nach Eurocode wird dann berücksichtigt, dass der E-Modul in größeren Tiefen ansteigt, ja, durch eine Kompression. Das ist ja leicht vorstellbar. Ja, wir kennen einen Diamanten, ja, der entsteht durch großen Druck in großen Tiefen und der hat natürlich ein riesen E-Modul. Und das, also diese ansteigende E-Modul mit größer werdender Tiefe, der wird in RF-Säulen berücksichtigt. Das zeige ich nachher noch direkt im Modul. Ja, das steife Modulverfahren ist sicher die technisch sauberste Lösung. Dann gibt es noch das 3D-Halbraumverfahren. Da wird der Boden hier mit FE-Volumenelementen modelliert. Möglichst hier so weit rausziehen bis zum Abklingenbereich der Setzung. Ja, das ist dann, wie Sie an dem Modell hier sehen oder an der Grafik, eine direkte Abbildung des Bodenbauwerkmodells, also hier die reale Platte und hier der reale Boden. Vorteile, sehr realitätsnahe Bodenmodellierung, Berücksichtigung angrenzender Bodenbereiche, Bodenschichtungen, Interaktion zwischen Bauwerken sind sehr gut erfassbar, keine iterative Berechnung.
Trotzdem ist ein sehr hoher Generierungsaufwand notwendig. Das ist dann schon der erste Nachteil. Das Software-System muss über 3D-Volumenelemente verfügen. Aber durch diese 3D-Volumenelemente erhalten Sie sehr große Systemmatrizen und das erfordert dann einen hohen Speicherplatzbedarf und lange Rechenzeiten. Also das erfordert auch lange Rechenzeiten mit guter Rechnertechnik. Komme ich nachher noch in dem Beispiel nochmal dazu. Okay, dann springen wir direkt ins Programm RFM. Zunächst möchte ich diese vier Verfahren hier vergleichen. Einmal das Bettungsmodulverfahren und hier die beiden modifizierten zweiparametrischen Bodenmodelle, einmal mit Bettungskragen und einmal mit Zusatzfedern. Und dann noch das steife Modulverfahren mittels RF-Säulen hier angewendet. Vielleicht mal zu den Lasten. Also Sie sehen, das ist eine Bodenplatte, ja, ganz einfache Bodenplatte, 8x12 Meter, eine tragende Wand hier in der Mitte. Sie sehen überall die gleichen Lasten. Eingewicht, Nutzlast, Schnee. Das Ganze dann in Lastkombination kombiniert. Und dann gibt es vier Ergebniskombinationen, eine Tragfähigkeit, drei Gebrauchstauglichkeit. Ja, und das RF-Säulen ist dann für diese Berechnung hier hinten für das Steifmodulverfahren notwendig. So, da ist überall dann eine 20er Platte, also 20 cm stark modelliert aus Beton. Und hier zum Beispiel bei dem Bodenmodell mit Bettungskragen ist das dann eine Platte aus Stahlbeton 0,1 mm stark. Also mit einer sehr geringen Steifigkeit, hat aber dann die gleiche Bettung wie die Platte. Zur Bettung, ja, die öffne ich mal. Also hier die Bettungsziffer und die Schubfeder, also die Schubsteifigkeit. Wie ich auf diese Werte hier komme, einmal für das Bodenmodell mit Bettungskragen und dann auch wie ich hier die Linienfedern ausgerechnet habe, zusätzlich zur Flächenbettung und diese Federn hier in den Ecken, zeige ich Ihnen gleich nochmal. Dazu wechsle ich nochmal ins PowerPoint. Also einmal zu dem Beispiel zweiparametrisches Bodenmodell mit Bettungskragen. Das sind die Eingabewerte, also die setze ich bei allen zu vergleichenden Verfahren an. Aus diesen Eingabenwerten habe ich dann hier die Bodenparameter ausgerechnet. Sie müssen nicht alles nachrechnen. Wie gesagt, wenn Sie sich das in Ruhe anschauen wollen, Sie erhalten ja dann die Folien hier und können es dann nochmal ganz in Ruhe nachgehen. Also Bettungsziffer ermittelt, die Schubtragfähigkeit, ja in dem Fall nach Barbaschow. Ich hatte noch das andere Verfahren nach Pasternak vorgestellt. Kommen ähnliche Werte raus. Ich habe mich hier für die Formel nach Barbaschow entschieden. So, dann bei dem modifizierten zweiparametrischen Bodenmodell mit Zusatzfedern übernehme ich die Bettungsziffer und habe dann daraus eine Schubtragfähigkeit ermittelt. Ich nehme an, mittlere Schubtragwirkung 0,5 × C1 und setze dann hier für die Schubtragfähigkeit diesen Wert an. Aus dem C1 und C2 rechnet man dann die Linienfedern aus und die Einzelfedern in den äußeren Ecken. Vielleicht nur noch ein Wert, den ich Ihnen jetzt auch gleich noch mal im Programm zeige, zum Beispiel die Einzelfedern in den äußeren Ecken. Merken wir uns mal hier die 520,84. Das ist dann genau diese Eckfeder hier und die an allen vier Ecken. Hier diese 520,84. So finden Sie den Wert wieder und so finden Sie dann auch die Linienfedern hier wieder und die Flächenbettung. So, kommen wir hier noch zu dem vierten Modell, dem steifen Modulverfahren. Da blende ich mal hier RF-Säulen ein. Also da habe ich dann hier eine Bodenprobe eingegeben. Ich öffne mal RF-Säulen. Zunächst die Basisangaben, Fläche 4. Ich habe die quasi ständige Lastkombination ausgewählt.
Norm, ja, Eurocode. Und da kann man dann hier die Bodenmaterialien eingeben. Ich habe dann hier einfach mal Boden 1 das Ganze genannt. Hier sehen Sie den E-Modul 10.000, die Querdehnzahlen 0,2 wie bei den anderen Verfahren und eine schichtige von 5 Metern. Also um mit den gleichen Eingangswerten da reinzugehen. Dann rechnet dann auf Säulen hier die Bettungskoeffizienten aus. Also hier die Bettungen in Z-Richtung sehen hier im Randbereich, ich blende mal das Panel noch mit ein, im Randbereich etwas höhere Werte, im inneren Bereich etwas niedrigere. Also entsprechend der angesetzten Last. So, jetzt wechsle ich aber nochmal, um die Werte zu vergleichen, in die LK16, also die quasi ständige Kombination. Und hier habe ich im Vorfeld einen Schnitt eingefügt und lasse mir jetzt hier die Ergebnisverläufe anzeigen. So, da blende ich mal das ein, was wir brauchen. Zunächst oben die Setzung. Sie sehen hier schön bei dem Verfahren mit dem Bettungskragen, ja, wie dann hier die Setzung also gegen Null geht am Rand. Auch hier das mit den Einzelfedern. Ja, Sie sehen ähnliche Werte. Beim Bettungsmodulverfahren, ja, da sehen Sie, dass Sie keine Randversteifung haben, also es wird ja auch keine Schubtragfähigkeit berücksichtigt. Beim steifen Modulverfahren haben wir hier viel geringere Setzung, weil das ist Faktor ca. 3. Da komme ich gleich nochmal dazu. Kontaktspannung, ja, bis auf ja, diese Erhöhung hier und vielleicht so Singularitätsstellen, ist das schon überall ähnlich. Das könnte man schon vergleichen. So, jetzt blende ich aber mal noch das MY ein. So, und da sehen Sie schon hier eine große Abweichung gegenüber den anderen Verfahren, das Bettungsmodulverfahren. Also hier haben Sie nur in diesem Fall hier negative Werte für das MY. Also bei einer Bodenplattenbemessung würde man dann ja, wahrscheinlich nur für die Tragfähigkeit nur eine obere Bewährung rausbekommen. Was man ja bei den anderen besseren Verfahren sieht, was nicht der Fall ist. Also man hat dann hier so einen ja, typischen Momentenverlauf hier durch die tragende Innenwand, ja, hier und dann ein negatives Moment. Also das sind wiederum diese beiden hier, also das mit den Federn, mit den Einzel- und Linienfedern am Rand, das Verfahren. Und das steife Modulverfahren bringt ja ähnliche Werte raus. Ja, warum ist jetzt hier diese Setzung so gering? Das ist halt bei diesem Beispiel, ja, Last ist jetzt hier gewesen, wie ich eingangs erwähnt habe, ein Gebäude mit drei, also Lasten aus drei Geschossen. Bei den ersten drei Verfahren hier, diese Parameter haben wir ja ausgerechnet ohne eine Abhängigkeit des Bettungsparameters von der Belastung zu berücksichtigen. Aber beim steifen Modulverfahren mittels RF-Säulen wird aber die Last oder die Belastung berücksichtigt bei der Ermittlung der Bettungsparameter. Das zeige ich Ihnen jetzt mal einfach, indem ich die Last erhöhe. Also LK16 gehe ich mal hier, Berechnung, Berechnungsparameter. Und wähle für die LK16 eine Belastung mit dem Faktor 5 multiplizieren. So, das Ganze rechnen wir jetzt neu. Jetzt rechnet praktisch RF-Säule neu, rechnet neue Bettungsparameter aus. Und dann wird noch die LK16 berechnet. Wir werden gleich sehen, dass das relativ fix geht. Also dieser eigentliche Nachteil, den ich vorhin aufgeführt habe, eine höhere Berechnungszeit, das ist hinzunehmen. Da sehen Sie jetzt schon hier in der Grafik, ich gehe aber mal rein in den Ergebnisverlauf.
So, und da sieht man eine unterschiedliche Last oder die Last geändert und schon gleicht sich das hier fast an. Wenn ich die Last wahrscheinlich noch mehr erhöhen würde, würde irgendwann eine ähnliche, also eine vergleichbare Setzung dann hier ausgegeben werden. Also das bei diesem Vergleich jetzt hier mit ja nur den Eingangsparametern E-Modul und Schichtdicke und Querdehnzahl ohne eine Berücksichtigung der Last, ja, das ist dann nicht vergleichbar. Also hier wird dann nur mit Hilfe von RF-Säulen und dem Steifenmodulverfahren diese Lastabhängigkeit berücksichtigt, was natürlich einen großen Vorteil darstellt, beziehungsweise ist ja eigentlich ein Muss, weil ich ja eingangs erwähnt habe, dass der Bettungsmodul lastabhängig ist. So, das ändere ich mal zurück, weil wir wollen dann mit dem Modell weitermachen. So, hier nehme ich mal den Faktor raus. Okay. Zeige Ihnen aber noch ein anderes Verfahren, was ich vorhin vorgestellt habe, das 3D-Halbraumverfahren. Hier habe ich dieselbe Platte modelliert. Ich kann ja mal die Last nochmal zeigen. Ja, also das die gleiche Belastung, die gleichen Kombinationen und dann die LK16 berechnet. Hier unten drunter ist ja ein Volumen modelliert aus Material Sand mit Feinkorn. Ist allerdings ein nichtlineares Volumen, also nichtlineares, Entschuldigung, ein lineares Material, also eine Nichtlinearität des Bodens wird hier nicht berücksichtigt. Ich gehe auch mal in die Ergebnisverläufe rein. So, dann sieht man auch hier, wie die Setzungen bis zum Rand abklingen. Auch hier die Grundschnittgrößen, können Sie sich vielleicht daran erinnern, dass die anderen Modelle, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, für das Steifenmodulverfahren und das Bodenmodell mit den Zusatzfedern, da waren ähnliche Momentenbilder. Okay, aber hier der große Nachteil. Ich habe einen Rechner mit 20 GB Arbeitsspeicher. Nur für diese eine Lastkombination hat der Rechner über 8 Minuten gebraucht, um hier Ergebnisse zu berechnen. Also das ist schon ein ja, doch recht großer Nachteil, auch mit heutiger Rechnertechnik. So, wir machen weiter mit diesem Modell hier. Ich lösche mal das raus, was wir nicht mehr brauchen. Wir machen mit dem Steifenmodulverfahren weiter. So, und gehen aber nochmal in Säulen rein. Ich möchte Ihnen mal zeigen, dass hier ja noch viele andere Sachen möglich sind. Das war ja hier ein einfacher Aufbau, berechnet nur aus dem E-Modul. Hier ist natürlich eine Datenbank hinterlegt, wo Sie verschiedene Böden auswählen können. Ich habe mal ja, 2 Bodenaufbauten im Vorfeld mir rausgesucht. Einmal den Sand gut abgestuft. Okay, gehe nochmal in die Datenbank rein. Ton mittelplastisch. Und dann Sand mit Feinkorn. Okay, also wir werden direkt die Dichten übernommen, der E-Modul und die Querdehnzahl. Man kann dann an verschiedenen Stellen verschiedene Bodenproben eingeben, auch verschiedene, also mehrere Bodenschichten. In unserem Beispiel gehe ich mal von 3 verschiedenen Bodenschichten aus. Allerdings an 2 verschiedenen Stellen einen unterschiedlichen Bodenaufbau. Ja, ich will jetzt nicht jeden einzelnen Parameter hier erklären. Wer sich damit näher beschäftigen möchte, der kann ja dann auch in das Handbuch schauen. Da ist das
ausführlich erläutert. Vielleicht nur einige. Also Grundwasser ist klar, wenn Sie ein Grundwasser haben, dann muss dann hier der Spiegel, der Grundwasserspiegel eingegeben werden. Gestein unter der letzten Schicht, das setze ich hier an. Also ich gehe davon aus, dass unter den Bodenaufbauten, die ich, oder den Bodenschichten, die ich eingebe, ja, dann eine extrem steife Schicht vorhanden ist. Man kann auch zusätzliche geologische Regionen eingeben, wenn Sie zum Beispiel an einer Stelle drei Bodenschichten haben und an anderen Stellen mehr oder weniger Bodenschichten berücksichtigen möchten. So, ich belasse diesen Punkt hier in der einen Ecke, das war ja die untere Ecke, gebe dann hier die verschiedenen Bodenschichtungen ein, Ton mittelplastisch und den Sand mit Feinkorn, die oberste Schicht 1 Meter, dann der Ton 3,5 Meter. Also in dieser Ecke gebe ich einen recht schlechten Boden ein, damit ich dann mal zeigen kann, wie sich das natürlich dann auch auf die Setzung auswirkt und auf die Ermittlung der Bodenparameter, also das, zum Beispiel des Bettungskoeffizienten. So, dann wähle ich hier die obere Ecke. Wenn das Baugrundgutachten natürlich an irgendeiner anderen Stelle den Wert ausgibt, also zum Beispiel hier mitten in der Platte, dann werden Zwischenwerte linear interpoliert und Werte außerhalb dann linear extrapoliert. Okay, so, hier dann gleicher Aufbau, bloß mit unterschiedlichen Dicken, also hier 2 Meter, der Ton ist dann hier nur 0,5 Meter und der Sand mit Feinkorn dann nochmal 5 Meter, also hier in der oberen Ecke eindeutig besserer Baugrund. Vielleicht nochmal ganz kurz in die Detaileinstellungen, also auch hier können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen, das Raster und so weiter. Randabstand von den Fundamentflächen, also die Setzungsmulde, ja, da geben wir hier mal 5 Meter ein. Ansonsten belassen wir hier die Voreinstellung. So, wir lassen das Ganze berechnen. Also auch hier werden Sie wieder sehen, dass die Berechnungszeit nicht extrem lange dauert. Ein paar Sekunden dauert es natürlich schon. Aber ich denke, vertretbar. So, dann sehen Sie hier die Spannung und Setzung und die Bettungskoeffizienten. Das schauen wir uns natürlich grafisch im Modell an. So, zunächst erstmal hier die Bodenproben nochmal dargestellt. Also hier der schlechtere Baugrund mit der Tonschicht hier. Und dadurch sehen Sie hier auch andere Werte als in der Ecke. Also ein niedrigerer Bettungskoeffizient, also ja, eine weichere Bettung. Hier ein höherer Bettungskoeffizient in dem Bereich. Alles abhängig von dem Bodenaufbau und auch gleichzeitig von der Belastung. So, und dann lassen wir nochmal die LK16 hier rechnen. Ach, die habe ich gleich mitgerechnet, genau. Und dann sehen wir auch hier größere Setzung, natürlich aufgrund des schlechteren Baugrunds. Okay, und mit dieser Platte machen wir jetzt weiter mit der Betonbemessung. Ja, also alles zur Boden-Bauwerk-Interaktion ist, denke ich mal, gesagt. Wir öffnen jetzt das Zusatzmodul auf Betonflächen. Für die Tragfähigkeit verwende ich die Lastkombination der Tragfähigkeit, also hier die 5. Für die Gebrauchstauglichkeit wähle ich dann die Kombination charakteristisch und quasi ständig. Bemessung führen wir nach Eurocode durch. Sie sehen, da sind ja auch andere Normen hinterlegt. Die amerikanische, kanadische, Schweizer und chinesische Norm. Wir rechnen nach Eurocode und deutschen nationalen Anhang. Wir rechnen das Ganze analytisch. Gehen dann mal hier in die Einstellungen.
Diese Einstellung belassen wir für dieses Beispiel. Ich bemesse jedoch zusätzlich noch die Betonspannung. Okay. So, da kommen wir schon zum nächsten Dialog. Die Materialien. C2530, klar, übernehmen wir von RFEM. Ja, die Fläche wird hier automatisch gleich erkannt. Fläche 4, dafür setzen wir hier die entsprechenden Parameter. Das können wir hier so belassen. Sie sehen aber, dass Sie das Alpha mal FCK oder Alpha mal FYK auch manuell definieren können. Wir setzen das hier nach Norm an. Begrenzung der Rissbreiten, BKZ oben, da wählen wir XC1, also Quatsch, ohne Vorspannung, XC1, genau, Innenbereich und für unten XC2, weil es ein Gründungsbauteil ist. So, den Check können wir rausmachen. Wir machen einen Nachweis mit direkter Rissbreitenberechnung. Hier ist jetzt angecheckt. ASMIN zur Aufnahme von Zwangsbeanspruchung. Ja, wir möchten eine Bemessung für Zwang durchführen. Wir setzen zentrischen Zwang auf der sicheren Seite liegend an. Wir nehmen an, wir betonieren gegen rauen Untergrund. Zusätzlich möchten wir auch einen frühen Zwang berücksichtigen und wir definieren hier vereinfacht für dünne Bauteile kleiner gleich 30 cm 0,65. Mit diesem Thema beschäftigt sich ein Knowledge-Base-Beitrag, den mein Kollege Adrian Langhammer geschrieben hat, der heute hier auch am Webinar teilnimmt. Zeige ich nachher nochmal im Anschluss an meine Präsentation, wie Sie zum Beispiel diesen Knowledge-Base-Beitrag finden. Art der Einspannung, ja, auf der sicheren Seite liegend, äußere Zwangbeanspruchung. Das ist zunächst alles für diesen Dialog. Dann gehen wir weiter zur Bewährung. Ja, Bewährungsgrade, da belassen wir die Voreinstellung. Bei der Bewährungsanordnung setzen wir hier an Betondeckung der Bewährung nach Norm. Gehen dann hier rein. Für unten, wie auch vorhin, XC2 setzen wir da an, das ist ein Gründungsbauteil. Und oben definieren wir XC1 für ein Bauteil im Innenbereich. Okay. So, dann gehen wir weiter zur Längsbewährung. Definieren hier eine vorhandene Grundbewährung. Hier in die Datenbank gehe ich da rein. Definiere Q335A für oben und unten. Die Zusatzbewährung, die dann berechnet wird, soll den gleichen Durchmesser haben. 0,8. Okay. Ja, ansonsten passt das. Ich gehe nochmal zurück in die Bewährungsanordnung. Also für die Berechnung ist es besser, wenn die Betondeckung für Zusatz- und Grundbewährung gleich ist, damit die gleichen Hebelarme wirken. So. Die Mindestlängsbewährung für Platten, Mindestschubbewährung, das berücksichtigen wir alles. Auch die Teilsicherheitsbeiwerte belassen wir nach Norm. Also hier ändern wir nichts. Bemessungsmethode, da wählen wir auch die Optimierung der Bemessungsschnittgrößen, die ja empfohlen ist für vorwiegend Biege- und Zugbeanspruchte Bauteile. Wir haben ja hier ein Biegebauteil. Okay, können wir das Ganze berechnen? Sieht man zunächst die erforderliche Bewährung, das sehen wir dann aber in der Grafik besser. Gebrauchstauglichkeitsnachweis sieht man
hier dann die einzelnen Nachweise. Betondruckspannung, Stahlzugspannung, AS-Min passt, WK ist 0, also die Platte reißt nicht auf. Schauen wir uns das Ganze mal in der Grafik an. So, da sieht man, dass alles blau ist. Ja, der Zwang wird offensichtlich maßgebend. Ich klicke hier mal alles durch. X, also AS1 oben, AS2 oben. Man hat überall unterschiedliche Werte. Also für AS1 und AS2 und so weiter. Allerdings über die gesamte Platte jeweils verteilt. Wenn man hier mal sich anschaut, Grenzzustand der Tragfähigkeit, also wenn wir mal die Gebrauchstauglichkeit weglassen, dann kommen hier ein bisschen buntere Bilder für AS1 oben. Also das ist die Währung, die für die Tragfähigkeit erforderlich ist. Also genau diese Bewährung, wenn Sie sich vorhin an das Momentenbild erinnern, ja, wir hatten dann hier ein positives Moment unter der Mittelwand, ja, da brauche ich dann jetzt logischerweise eine untere Bewährung, hier in dem Bereich eine obere Bewährung. Da hätten wir bei dem Bettungsmodulverfahren ein völlig anderes Bewährungsbild hier bekommen. So, ich klicke auch hier mal alles durch. So, und auch hier sehen Sie bei der unteren Bewährung zum Beispiel, dass Sie hier etwas größere Bewährung haben, weil ja hier dieser schlechtere Baugrund war, ja, oben. Da sieht man mal einen kleinen Unterschied. Allerdings, wie gesagt, maßgebend wird eh der Zwang. Und da habe ich jetzt hier zum Beispiel bei der Bewährung AS1 oben 3,61 Quadratzentimeter pro Meter. Das Ganze, ja, sollte man vielleicht doch als Grafik ins Ausdruckprotokoll drucken, dass man vielleicht gleich sieht, okay, wenn ich diesen Wert hier überall einlege mindestens, dann sind alle Nachweise erfüllt. Okay, ich drucke das Ganze in das Ausdruckprotokoll, Höhe 50% der Seite, wie Bildschirmansicht. Allerdings hier machen wir gleich einen Seriendruck von allen 4 Bewährungsbildern. Ergebnisse. Ich wähle als Lastfall oder Kombination dann hier das RF-Betonflächen aus. Es wird nur das angezeigt, weil ich mich gerade hier befinde, ja, im Modul. Okay, und kann dann hier auch definieren, was alles ausgedruckt werden soll. Ich belasse es mal bei den 4 Grafiken hier. Die sind ja dann alle blau, allerdings alle mit unterschiedlichen Werten. Okay, aber ich würde der Vollständigkeit halber nochmal ins Ausdruckprotokoll, um Ihnen dann auch zu zeigen, dass dort alle Modulergebnisse vorhanden sind. So, das öffnet er auf meinen anderen Bildschirm. Dann ziehe ich mal rüber. Kleinen Moment. So, jetzt. So, dann hier die 4 Grafiken. Sie sehen dann hier auch die Eingangswerte für die Stahlbetonbemessung, die Bewährung, auch RF-Säulen sind dann alle Parameter vorhanden. Ich zoome mal hier rein. Bodenproben und Bodenschichtung zum Beispiel. Hier wäre es dann vielleicht ganz gut, noch eine Grafik reinzudrucken. Ja, vielleicht dieses 3D-Bild mit den Bodenproben und den unterschiedlichen Bettungsparametern. Ja, aus Zeitgründen verzichte ich da jetzt drauf. Ich denke mal, dann, wenn Sie sowas nach dem gleichen Prinzip machen möchten, das bekommen Sie sicherlich hin. Okay. Dann wäre ich soweit mit der Präsentation in RFM fertig. Ich springe nochmal zurück ins PowerPoint. Möchte Ihnen auf jeden Fall noch der Vollständigkeit halber, ja, hier ist dann noch das Literaturverzeichnis, unsere kostenlosen Online-Dienste vorstellen. Einmal den Geozone-Tool, wo Sie ja für Schnee, Wind und Erdbebenlasten an beliebigen Stellen in Deutschland oder auch
weltweit. Da sind weltweit viele Lastzonenkarten mittlerweile implementiert. Haben Sie pro Tag 5 Klicks frei. Ansonsten, wenn Sie das häufiger nutzen wollen, können Sie auch Pakete kaufen. Die sind nicht sehr teuer, aber 5 Klicks sind auf jeden Fall kostenlos. Also die Querschnitte, also Querschnittswerte gibt es bei uns ein kostenloses Tool. Da können Sie aus einer Vielzahl von Profilen die Profildaten auslesen, beziehungsweise können eigene parametrisierte Querschnitte definieren und die Querschnitte berechnen lassen. Dann gibt es bei uns die kostenlose FAQ-Seite mit vielen FAQs, vielen, dann die Knowledge-Base-Beiträge mit vielen Fachartikeln, die Modelle zum Herunterladen, wenn man in bestimmte Bereiche einen Einstieg finden möchte. Da können Sie sich mal anschauen, wie unsere Ingenieure das modelliert haben. Es gibt unsere YouTube-Channels, wo auch die Webinare sind und unsere Präsentationsvideos. Alles kostenlos, der Webshop mit Preisen. Wir sind da, wir halten da nicht hinterm Berg. Also wir zeigen da offen, was Module kosten. Sie können sich dann ein eigenes Angebot zusammenstellen, wenn Sie Module erwerben möchten. Sie können die 90 Tage Testversion herunterladen, wenn Sie bestimmte Module zum Beispiel probieren oder testen wollen. Wenn Sie unser Programm schon haben, können Sie sich gerne Module freischalten lassen, wie zum Beispiel die heute gezeigten RF-Säulen oder RF-Betonflächen. Sie sehen, alles ist einfach zu handhaben und hilft Ihnen bei Ihrer täglichen Arbeit. Gerade Zeit ist Geld und ich denke mal, unsere Module sind schnell und einfach zu bedienen und Sie sparen da Zeit bei Ihrer täglichen Arbeit. Ja, wenn Sie unseren Newsletter zum Beispiel noch nicht bekommen, melden Sie sich gerne an, dann werden Sie immer informiert über Neuerungen, über die folgenden Webinare und so weiter. Ich möchte aber nochmal zur Webseite wechseln. Sie erhalten ja dann eine E-Mail im Anschluss, wenn die Aufzeichnung online ist. Die führt dann zu folgender Seite. Hier News und Termine, Webinare, Boden. Bauwerk Interaktion, das ist das englische Webinar, das findet nächste Woche auch am Dienstag um die gleiche Zeit statt. Also wenn Sie das Webinar einen englisch sprechenden Kollegen oder so empfehlen möchten, sind dieselben Leute wieder und allerdings in englischer Sprache. Wie gesagt, der Link, den Sie bekommen, der führt dann auf diese Seite. Hier finden Sie dann links die Aufzeichnung. Hier finden Sie jetzt schon die Präsentationsfolien, die habe ich schon im Vorfeld hochgeladen. Hier dann auch nochmal das Video links der Aufzeichnung. Hier finden Sie dann die verwendeten Modelle. Ja, das werden dann 3 Modelle sein, die ich heute gezeigt habe. Einmal der Vergleich der Verfahren, dann das 3D-Halbraumverfahren und dann zum Schluss die Bemessung der Bodenplatte. Hier finden Sie passende Beiträge aus der Knowledge Base. Ja, zum Beispiel hat der Markus Baumkettel hier schon mal unterschiedliche Bodenmodelle verglichen, auch das Bodenmodell mit Bettungskragen angewendet, auch Mitnahmeeffekte bei getrennten Bodenplatten berücksichtigt. Und hier ist dieser Beitrag, den ich vorhin erwähnt habe, wo wir in RF-Betonflächen waren. Klicke ich mal kurz an. Annahmen für die wirksame Zugfestigkeit. Und da finden Sie hier diesen Wert 0,65 mal FCTM wieder. Ja, also vereinfacht für dünne Bauteile, H kleiner 30 cm. Also diesen habe ich vorhin angewendet. Wenn Sie sich das mal in Ruhe hier durchlesen möchten, können Sie gerne tun. Also hier oben sehen Sie, das hat der Adrian Langhammer geschrieben. Ja, da bitte ich vielleicht noch mal kurz zur Verabschiedung, meine beiden Kollegen, dass wir noch mal kurz die Webcam einblenden. Okay, da ist der Adrian. Der Markus, den sieht man schlecht. Irgendwas ist unscharf. Da ist er. Alle hier. Ja, vielen Dank an euch beiden für die Beantwortung der Fragen. Vielen Dank allen
Zuhörern und Zuschauern für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Im Anschluss jetzt, wenn Sie das Webinar verlassen, da findet noch eine kleine Umfrage statt. Ja, mit wenigen Klicks haben Sie das beantwortet, also kostet nicht viel Zeit. Uns bringt das immer ein gutes Feedback. Ja, wir haben ja auch ein Qualitätsmanagement, aber es ist auch für uns wichtig. Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Vorschläge für zukünftige Webinare? Also nehmen Sie sich die kurze Zeit bitte und füllen Sie das aus. Ansonsten wünsche ich allen noch einen schönen Nachmittag und vielleicht hören bzw. sehen wir uns mal bei einem späteren Webinar. Auf Wiedersehen.